Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ja, der politische Weg von § 103 StGB scheint vorgezeichnet. Wir werden ihn in aller Wahrscheinlichkeit aufheben. Gestatten Sie mir aber, die Debatte zu nutzen, das, was wir hier tun, auch mal rechtspolitisch zu beleuchten. Und da getraue ich mir die Frage, die jeder von Ihnen für sich beantworten kann, ob wir diese Debatte tatsächlich führen würden, wenn Herr Böhmermann mit seinem Schmähgedicht nicht Erdogan bedacht hätte, sondern zum Beispiel Obama. Das ist aber das, was der Rechtsstaat nicht machen darf, dass er bei der Entscheidung, welche Reaktion lasse ich jetzt auf eine mögliche Beleidigung folgen, schaue, ist jetzt Erdogan beleidigt worden, der nicht besonders hoch im Kurs steht, oder jemand, der sehr viel beliebter ist. Und das unterscheidet, Kollege Petzold, den Rechtsstaat von der Bananenrepublik. Dann wird gesagt, 103 ist überflüssig, weil auch 185 schützt die Ehre ausreichend. Das ist, was die Ehre angeht, richtig. Und Kollege Bartke, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sehr viel differenzierter aufgedröselt haben, was ich mir heute vom Minister gewünscht hätte und was ich mir auch vom Gesetzesentwurf gewünscht hätte. Es ist nämlich so, dass 103 auch die Ehre dieses Landes schützt, das hinten dran steht. Und § 103 schützt letztendlich auch die diplomatischen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland. Man will vermeiden, dass unter Umständen über Monate, über Jahre hinweg ein diplomatischer Faden aufgebaut wird, auch zu schwierigen Protagonisten, und dann mit einer Beleidigung alles zunichte gemacht wird und wichtige Folgefragen am Schluss in eine vollkommen falsche Richtung laufen. Und ich habe bislang noch nicht eine Erklärung bekommen, warum es diesen Schutzbedarf weiterhin nicht mehr geben sollte. Und die zweite Frage, die mich rechtspolitisch bewegt, ist die Frage, ja, ist denn bei den Ermittlungen gegen Böhmermann damals irgendetwas geschehen, wo wir heute in der Rückschau sagen, das ist mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar? Zugegeben, Bundesjustizminister Heiko Maas hat gesagt, er hält die Entscheidung der Kanzlerin für die Zulassung der Ermittlungen für falsch. Eine juristische Begründung, die habe ich beim Kollegen Fechner erfragt, die habe ich im Rechtsausschuss erfragt, beim parlamentarischen Staatssekretär Lange, habe ich dafür nicht bekommen. Das Verfahren ist eingestellt und Herr Kollege Hoffmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. von Notz? Ja, aber mit ganz großem Vergnügen, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann, für das Genehmigen der Zwischenfrage. Es wird auch keine Majestätsbeleidigung. Ich wollte fragen, ist Ihre Rede als ein Rückholantrag zu verstehen für das, was hier jetzt eingebracht ist? Denn ich höre bisher kein Argument für das, auf dem, glaube ich, auch Ihre Fraktion draufsteht. Deswegen ist das ein Minderheitenvotum oder sprechen Sie sich doch für diesen Antrag jetzt aus? Sonst verstehe ich nämlich den Antrag der Großen Koalition gar nicht. Ach so, das sozusagen wird der Spannungsbogen bis zum Schluss gehalten und trotzdem machen wir es mit, oder? Kollege Notz, danke für die Frage. Nein, wenn es ein Antrag wäre, dann würde ich ja einen Antrag formulieren. Ich bin Jurist und weiß, wie man Anträge formuliert. Nein, es geht um was anderes. Sondern ich habe es ja vorangestellt, ich möchte rechtspolitisch die aktuelle Frage, mit der wir uns beschäftigen, beleuchten und möchte natürlich bei der Gelegenheit selbstverständlich meine Meinung sagen. Ich bin freier Abgeordneter. Ein freier Abgeordneter darf eine Meinung haben. Und das ist selbstverständlich nicht damit zu verwechseln, dass jetzt gleich die Regierungskoalition eine andere Meinung haben. Aber ich denke, das freie Mandat lässt das zu, weil wir vor einer parlamentarischen Beratung stehen, wo ich schon auch glaube, Kollegin Winkelmeier-Becker hat es anklingen lassen, dass wir auf die Systematik dieses Abschnitts auch weiterhin werden achten müssen. Und deswegen sind das alles wichtige Impulse, die ich geben will für die weitere parlamentarische Beratung. Ich will fortfahren. Das Verfahren wurde damals eingestellt und heute sind große Teile dieses Gedichts verboten. Was ja dem Grunde nach dafür spricht, dass die Rechtseinschätzung des Ministers damals eine falsche gewesen ist. Und ich weiß nicht, wer sich von Ihnen erinnern kann, wer von Ihnen da war, wie der Kollege Seif dieses Gedicht in diesem Haus vorgelesen hat.
Die Reaktionen, nein, keine Angst, die Reaktionen waren bemerkenswert, denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren alle peinlich berührt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar, weil in Kenntnis dessen, was dort an Dingen formuliert worden ist, es, liebe Kolleginnen und Kollegen, so gut wie unmöglich ist, zu erklären, dass das noch Kunstfreiheit, das noch Meinungsfreiheit sein soll, sondern das war nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Beleidigungen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist selbstverständlich wichtig, dass wir zu Erdogan das Signal setzen, wie wir Kunstfreiheit, wie wir Meinungsfreiheit, wie wir Pressefreiheit verstehen. Aber lassen Sie mich eines sagen. Ich persönlich glaube, das Schmähgedicht von Böhmermann ist dafür definitiv das falsche Beispiel. Ich habe Kollege Bartke Ihren Ausführungen sehr viel abgewinnen können. Ich bin auch der Meinung, dass diese Anreizwirkung durchaus ein Punkt ist, den wir diskutieren sollten. Aber dann könnten wir auch darüber nachdenken, ob wir die Ermächtigungsnorm von 104 StGB in den Fokus setzen. Aber das soll, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle den weiteren Beratungen vorbehalten bleiben. Ich freue mich auf die weitere Auseinandersetzung in dieser spannenden Sache und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hat Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.